So, nächste Aufgabe. C. Für ein öffentliches Verkehrsmittel wurden an einem Tag 150.000 Fahrscheine verkauft. Ein Vollpreisfahrschein kostet 2,60 €, ein ermäßigter 1,20 €. Durch den Verkauf von X Vollpreisfahrscheinen und Y ermäßigten Fahrscheinen wurden an diesem Tag insgesamt 337.500 € eingenommen. Erstellen Sie ein Gleichungssystem zur Berechnung von X und Y und berechnen Sie X und Y. Okay, ein Gleichungssystem aufstellen. Wie soll das jetzt gehen? Ich habe hier insgesamt 150.000 Fahrscheine und X und Y sind die zwei. Ja, ich kann also eine Fahrscheingleichung machen. Fahrscheine. X plus Y ist die 150.000. Okay, passt. Und Geld? Also die Geldgleichung, was für Geld haben wir da eingenommen? Wenn ich die x Stück mit dem Vollpreis mit 2,60 € multipliziere, also 2,60 € mal x plus die 1,20 mal y, muss das die Gesamtsumme ergeben. 337.500. Das ist also das Geld. Okay, damit hätten wir das Gleichungssystem. Ja, rechnen müssen wir jetzt also nicht, das macht der Taschenrechner, wie immer sehr eloquent. Also werden wir dem Taschenrechner mal ansagen, was er zu tun hat. Okay, also das heißt, schauen wir mal, ich muss also jetzt hier einfach diese zwei Gleichungen eingeben. Das heißt also Menü 37 Enter. Ich brauche zwei Gleichungen mit XY, kann ich gleich wieder Enter machen. Okay, und die erste Gleichung heißt also jetzt, x plus y ist gleich die 150.000 und die zweite Gleichung lautet 2,6x plus 1,2y ist gleich 337.500. Enter. Und ich habe schon die Lösungen parat. Okay. Das heißt, das x ist gleich 112.500 und das y ist gleich 37.500. Natürlich jeweils Stück. 112, 150 kommt da raus. Passt. Okay.